Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein anstrengendes Bug-Level für uns. Naja, im Vergleich zu dem davor war es nicht mal halb so schlimm. Das hatte ich First Try geschafft tatsächlich. Aber anstrengend waren die Bug-Level trotzdem. Heute haben wir ein Meereslevel vor uns. Zumindest das Bild lässt das vermuten. Weil wir haben da so eine Fischflosse. Und ich schätze mal, wir werden hier zu einer Meerjungfrau. Das ergibt für mich zumindest am meisten Sinn. Ich will mal kurz anmerken, ne? Das Hauptzeug, was ich vor dem Spiel wusste, war, was ich im ersten Trailer vom Spiel gesehen hatte. Danach hatte ich mir keine Infos mehr zu diesem Spiel angeschaut. So mache ich das generell, wenn ich mit irgendeinem Projekt dran bin. Dass ihr da mal Bescheid wisst. Ich gucke mir den ersten Trailer an und danach lasse ich mich vom Spiel überraschen. Dass ihr da mal Bescheid wisst. Ich bin auch schon mega gespannt, was jetzt hier in dem Level überhaupt auf uns zukommt. Weil das Lied des Meeres, das klingt schon nach einem spaßigen Level. Ich würde sagen, ich gehe aus dem Bild und let's go, rein da. Das klingt doch schön. Oh, Fischis. Ich darf da nicht zu den Fischis rein. Aber darf ich hier hinter? Das sah so aus, als ob ich da hin will. Warum darf ich nicht erkunden? Ja, bin ich. Lecker Kokosnuss. Ja, eigentlich ist das ja Umweltverschmutzung. Oh, ich sehe böse Fische. Gern geschehen. Nein, die haben Schildkröte. Oh, das ist ja nett. Okay, einfach die Teile zum Leuchten bringen. Das war mehr als nur klar. Gute Frage. Eingesperrt. Danke dafür. Und ich sehe schon was.
Meerjungfrau und Peach. Natürlich. Ich kann die Fische lenken. Wo genau will ich sie denn hinlenken? Ach, die Muschel sollen sie für mich öffnen. Ist auch eine interessante Mechanik. Meine kleinen Fischfreunde. Vor allem, die sucht sich die Fische. Fieslinge! Nein! Ich kann nur in eine Richtung. Sammelt mal für mich Münzen ein. Und dann macht man da für mich auf. Sehr nett von euch. Erstmal die kleine Muschi. Noch mehr Fischis. Noch haben wir haben einen verpennt schon. Irgendwo hier ist bestimmt so eine Tribünen-Sache. Ah, nee, da. War aber auch schlecht sichtbar. Danke für den Stern. Dich einmal retten. Na, wie geht's denn so? Oh, die kann ich auch bewegen. Haltet. Die hätte ich gern. Danke. Jetzt könnt ihr weiterziehen. Erstmal gucken. Ja, ich helfe ihm sofort. Aber erst wird das hier gemacht. Thank you.
Muss ich in der Reihenfolge arbeiten? Ja. Pong. Kein weiterer Stern? Ich glaub's euch nicht. Die arme Schildkröte. Jetzt krieg ich Kugelfische. Okay, noch kein verpennt. Zwei Sterne nur noch. Ich verstehe schon. War es nicht so, dass sie eigentlich nur am Land die Probleme haben, vom Rücken wieder aufzustehen? Das hier soll doch unter Wasser darstellen, oder nicht? Auf zum Konzert. Das Konzert müssen wir noch in all seiner Pracht genießen. Hier irgendwas kommt noch dazwischen, ich sag's dir. Steuerung. Okay. Halte B gedrückt und neige den linken Stick zünden den heranschwimmenden Fischen, um mit ihnen zu singen. Einfach nur in die Richtung drücken. Jetzt kommen auch nur noch die dickeren Mondfische. Ja, das war das Meerjungfrauen-Level, ne? Wie sieht denn das Meerjungfrauenkleid aus? Ja, jetzt nicht das hübscheste. Also, das Muster ist zumindest schöner als die anderen.
Und das Bild ist doch auch schön. Meint ihr nicht, Leute? Das ist doch ein sehr schönes Bild. Haben auch ein weiteres Kostüm damit. Fehlen damit dann, meine ich, nur noch zwei. Kann ja hier ins Album nochmal gucken. Da müssten eigentlich zwei freie Plätze dann noch sein. Ja, hier ist ein freier Platz. Und irgendwas kommt wahrscheinlich noch. Unten waren 10 von diesen Teilen. 7, 9. Nee, ich glaube, es kommt sogar nur noch ein einziges Kostüm dazu. Also wird diese Liste hier nicht mal komplett voll. Obwohl, vielleicht gibt es ja irgendwie noch so ein ganz spezielles Kostüm komplett fürs Ende. Das wäre ja möglich. Dass das dann so gesehen das 12. ist. Weil unten waren nur 10 Bilder, wo die drin sein könnten. Außer vielleicht ist dann noch so ein verstecktes Bild in der Mitte. Weil da unten, ganz unten in der Mitte, da war noch genügend Platz, dass dann noch so ein Bild hinpassen würde. Das Meerjungfrauenlied war auf jeden Fall sehr schön. Und Meerjungfrauen Peach sah auch sehr schön aus. Ich glaube, Mario hätte sich gefreut, das zu sehen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit der heutigen Show hattet. Beim nächsten Mal treffen wir dann den nächsten Boss an. Ich hoffe, der ist wesentlich schwerer als der zweite. Vielleicht sogar schwerer als der erste wäre schön, weil der zweite, der war ja ein Witz. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!